Ja, hallo meine Lieben, ich möchte euch heute die imperiale Lebensweise vorstellen. Ein Buch publiziert von Professor Ulrich Brandt und Professor Markus Wissen, die ihr hier abgebildet seht. Das Buch beschreibt die Ausbeutung von Mensch und Natur und zwar im globalen Kapitalismus. Es ist ein Bestseller und ich möchte euch die zentralen Thesen und Argumente dieses Buches nun vorstellen. Die zentrale Frage, die in diesem Buch verfolgt wird, ist, eben warum trotz Dauerkrise, Konflikte, Migration und Ausbeutungserscheinungen sich Strukturveränderungen so schwer umsetzen lassen. Und die Antwort darauf ist eben eine sehr komplexe, nämlich die Unsichtbarkeit der sozialen und ökologischen Voraussetzungen. Also sprich, es ist eine Strategie der Verdunkelung. Oder anders formuliert, durch unseren kulturellen Habitus, also durch Alltagspraxis und durch die Aufbauung einer Normalität, darauf gehe ich noch später ein, und durch den Faktor der Externalisierung, das bezeichne ich aus den Augen, aus dem Sinn, geschieht eben eine Unsichtbarkeit. Und in diesem Sinne kann man auch anders viel leichter fragen, warum sind unsere T-Shirts so billig? Und wer will das überhaupt wissen? Was das betrifft, skizziert Ulrich Brandt und Markus Wissen eine ganz simple Fragestellung. Und zwar, wie kann es sein, dass in Bangladesch über 5000 Fabriken aktiv sind? Wie kann es sein, dass dort also der Monatslohn von 30 bis 80 Dollar variiert? Wie kann es sein, dass dort die Leute 12 bis 16 Stunden am Tag arbeiten, mit Toilettenverbot übrigens? Wie kann es sein, dass dort die Gewerkschaften sehr schwach sind, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unter widrigen Verhältnissen ihre Arbeitskraft sehr billig hergeben müssen? Und wie kann es sein, dass unsere Kleidung eben so billig ist und dass sich das auf Dauer hält? Anhand eines Schuhs merkt man von cleanclothes.at, sehen wir die Aufteilung der Kosten und wo der Profit hingeht. Und hier wird auch eindeutig gezeigt, dass eben durch Mehrwertsteuer wird der Wohlfahrtsstaat finanziert, unter anderem der Einzelhandel oder Markenkonzerne profitieren hauptsächlich und so weiter. Und ein ganz, ganz geringer Teil geht eigentlich an die Arbeiterinnen. Und es ist diese Unsichtbarkeit der sozialen und ökologischen Voraussetzungen, die die Selbstverständlichkeit des Kaufs und der Nutzung erst ermöglichen. Fruit from nowhere hat der Agrosoziologe Philip McMichael diese Strategie des Verdunkelns der Herkunft und Produktion von Lebensmitteln genannt, mit der die raumzeitliche, unbegrenzte Verfügbarkeit letzterer normalisiert wird. Erdbeeren aus China, die im Winter in deutschen Schulküchen angeboten werden, Tomaten, die illegalisierte Migrantinnen in Andalusien für den nordeuropäischen Markt produzieren und Garnelen, die unter Zerstörung thailändischer und ecuadorianischer Mangrovenwälder für die Konsumentinnen im globalen Norden gezüchtet werden, sind Beispiele hierfür. Nochmals anders formuliert, stellt sich die Frage, wie die Zerstörung und Ausbeutung als Alltagspraxis sich etablieren konnte. Und die Antwort darauf ist eine sehr komplexe, nämlich es ist ein System von Herrschaft von Mensch und Natur. In mehreren Phasen hat sich diese Alltagspraxis, dieser Habitus, diese imperiale Lebensweise etabliert, und zwar über den Schritten des Kolonialismus, Imperialismus, industrieller Kapitalismus, Handelskapitalismus und so weiter, ausgehend auch vom 16. Jahrhundert. Und ökologische und gesellschaftliche Folgen sind natürlich kaum von der Hand zu weisen, nämlich der Klimawandel einerseits, Anthropozän, also sprich der menschliche Faktor. Dann die Vernichtung vom Ökosystem, der ökologische Fußabdruck, soziale Polarisierung, das sehen wir ganz eindeutig anhand von dem Aufstieg von Rechtspopulismus und Nationalismus, Netanyahu mit der Likud-Partei in Israel, Le Pen in Frankreich, Hofer und dergleichen in Österreich. Das sehen wir in Belgien, in Holland und nicht zuletzt in den USA mit Trump. Wir sehen eine Verarmung vieler Menschen, wir sehen eine Austeritätspolitik, eine Reformpolitik, aber Reform in diesem negativen Sinne. Und dies führt auch dazu, dass viele Menschen
unter der Armutsgrenze oder an der Armutsgrenze dahin vegetieren. Wir sehen auch die Zerstörung lokaler Ökonomien, eben auch durch Interdependenzen, durch Abhängigkeitsverhältnisse. Wir sehen geopolitische Spannungen, wir sehen Krieg und Migration und auch eine, in diesem Sinne auch eine gewisse Abschottungspolitik. Das bedeutet, wir sehen gewisse Faktoren, aber wir sehen die Gründe nicht. Brandt und Wissen schreiben zur Intention des Buches. Zitat, wir bezeichnen die Lebensweise, die auf derartige Voraussetzungen beruht und immer auch die Produktionsweise mit einschließt, als imperial. Damit wollen wir erstens das sichtbar machen, was den Alltag, das Produzieren und Konsumieren der Menschen im globalen Norden sowie einer größer werdenden Zahl von Menschen im globalen Süden ermöglicht, meist ohne die Schwelle der bewussten Wahrnehmung oder gar der kritischen Reflexion zu überschreiten. Es geht uns darum, wie sich Normalität gerade über das Ausblenden der ihr zugrunde liegenden Zerstörung herstellt. Mit anderen Worten, Thema des Buches sind die Alltagspraxen sowie die ihnen zugrunde liegenden gesellschaftlichen und internationalen Kräfteverhältnisse, die Herrschaft über Mensch und Natur erzeugen und verstetigen. Darüber hinaus wollen wir die gegenwärtige Krise und Konflikte als Manifestation der Widersprüchlichkeit der imperialen Lebensweise begreifen. Dass sich viele Probleme heute derart krisenhaft zuspitzen, ist auch darauf zurückzuführen, dass die imperiale Lebensweise derzeit im Begriff ist, sich zu Tode zu siegen. Ihrem Wesen nach beinhaltet sie die Möglichkeit eines überproportionalen Zugriffs auf Natur und Arbeitskraft. Mit anderen Worten auf ein Außen im globalen Maßstab. In Bezug zum Staat wird hier auch noch gemeint, dass vermeintliche Steuerungssubjekt, nämlich Staat, kein möglicher Gegenpol, sondern ein wesentliches Moment in der institutionellen Absicherung der imperialen Lebensweise ist. Die Aneignung der hegemonialen Weltauffassung und die Konstitution des Subjekts fallen zusammen. Indem ich mich orientiere und richte, subjektiviere ich mich. Gerade weil Hegemonie nicht mit Zwang gleichzusetzen ist, sondern auch auf Konsens beruht, ist die Integration hegemonialer Weltauffassung in den Alltagsverstand nicht bloß erzwungen, vielmehr liegt darin auch eine Selbsttätigkeit. Während der Begriff der Lebensführung darauf zielt, zu begreifen, wie Menschen die Zumutungen neoliberal geprägter Arbeitsprozesse und Konsumzwänge bewältigen und in ihren Lebensentwürfen verarbeiten, fragt das Konzept der imperialen Lebensweise danach, wie die alltägliche Lebensführung unter neoliberaler Bedingungen auch deshalb gelingt, weil ihre sozial-ökologisch destruktiven Folgen externalisiert werden können. Die Entwicklung des globalen Kapitalismus und seine relative Stabilität in bestimmten Phasen hängen eng mit der imperialen Lebensweise zusammen. Von dieser profitieren insbesondere die Vermögenden und Eigentümer der Produktionsmittel in den kapitalistischen Zentren, später dann auch große Teile der Lohnabhängigen. Koloniale Logiken ziehen sich durch die gesamte Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus. Zu den Nutznießerinnen gehörten zudem mehr oder weniger große Gruppen in den Ländern des globalen Südens, von einer schmalen Elite bis zu den Mittelklassen. Damit werden die gesellschaftlichen Verhältnisse und Naturverhältnisse nicht nur in den kapitalistischen Zentren strukturiert, sondern auch in den Kolonien bzw. Ländern, in denen Produkte für das Leben anderorts unter besonderen wirtschaftlichen, politischen, arbeitsorganisatorischen und naturräumlichen Bedingungen hergestellt werden. Die Unternehmen suchen nach bestmöglichen Verwertungsbedingungen und das Kapital hat, wie Marx und Engels im Manifest betonen, die Tendenz, den Weltmarkt herzustellen. Die Kommunifizierung der Arbeitskraft und der Natur ist ein wesentlich kapitalistisches Expansionsmoment. Von Beginn an hatte sie eine überregionale bis globale Dimension. Kapitalismus bedeutet daher immer auch, in Wertsetzung bzw. Landnahme innerhalb von Gesellschaften und über ihre Grenzen hinaus. Und er hängt mit Neokolonialismus und Rassismus zusammen. Zur Geschichte und Kontext. Die imperiale Lebensweise war Teil der Kolonialisierung ab dem 16. Jahrhundert, während er immer neue Räume durch die kapitalistische Landnahme durchdrungen und in Wert gesetzt wurden. Dies geschah mit unmittelbarer physischer Gewalt bzw. Gewaltandrohung und oder vermittelt über strukturelle Zwänge. Bereits damals basierte die Produktivitäts- und Wohlstandsentwicklung in den Metropolen auf einer für sie vorteilhaften Weltressourcenordnung, die zunächst von Spanien und Portugal, dann vom holländisch dominierten Handelskapitalismus abgesichert wurde.
So prägte, insbesondere in den lateinamerikanischen Kolonien, die entstehende imperiale Lebensweise der Zentren ganz entscheidend die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Naturverhältnisse. Das bis heute bestehende System des Ressourcenextraktivismus wurde damals installiert. Es sicherte, was der Entwicklungstheoretiker André Gunderer Frank als Entwicklung der Unterentwicklung bezeichnete. Plantagenbesitzer und Bergbaubetreiber, die kolonialen Verwaltungen, das städtische Handelsbürgertum und der Adel dominierten die Gesellschaft. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts wurden Gold und Silber, Agrarprodukte wie Kaffee, Zucker und Tabak durch unfreie Arbeitskraft nach Europa geschafft. Bestimmend dafür war die Nachfrage der Zentren. Die Plünderungsfeldzüge und Landnahmen wurden vom Mythos des Eldorados vorangetrieben. Der Vergoldete ist die Erzählung eines indigenen Kaziken, der Herrscher über ein riesiges Goldgebiet mit einer goldenen Stadt war. Ideologisch wurde die koloniale Ausbeutung zudem mit einer angeblichen Mission der Zivilisierung rassistisch gerechtfertigt. Natur wurde als wild gesehen und musste gezähmt werden. Immer wieder formierte sich Widerstand gegen die spanische und portugiesische Herrschaft, die seit den 1770er Jahren angesichts des aufkommenden Konkurrenten Großbritannien immer rigider wurde. Legendär wurde der im Jahre 1780 im Vizekönigreich Peru begonnenen Aufstand der Indigenen unter der Führung von Tupac Amaru, der sich gegen Zwangsabgaben und die Zwangsrekrutierung der Indigenen als Arbeitskräfte wandte. Hier wurde erstmals Rufe nach der Unabhängigkeit von Spanien laut. Bis heute ist die nach 2 Jahren niedergeschlagenen Revolte fester Bestandteil kollektiver, also indigenen, Wissens um eine nicht rassistische und nicht imperiale Gesellschaft. Infolge der Französischen Revolution kam es zu einer noch umfassenderen Erhebung gegen den Kolonialismus des globalen Nordens, besonders in der französischen Kolonie Saint-Dominique. Hier bauten fast 90% der Bevölkerung größtenteils als Sklavinnen für das Kolonialland Frankreich Zucker an. Die restlichen gut 10% der 600.000 Einwohnerinnen waren freie Afro-Europäerinnen mit sehr eingeschränkten Rechten. Unter dem Druck der Französischen Revolution traten auch die Afro-Europäerinnen und wenig später die aufstehenden Sklavinnen für bürgerliche und politische Rechte ein. Noch einige Worte zum Industriekapitalismus. Vorreiter dieser Entwicklung war England. Die Durchsetzung des Kapitalismus wurde hier durch ein politisches Kompromisssystem gestützt, dessen Kern darin bestand, dass die Aristokratie seit dem 16. Jahrhundert in einen zentralisierten Staat eingebunden wurde, gleichzeitig aber über ein hochkonzentriertes und eigentumsrechtlich abgesichertes Grundbesitz verfügte. Personale Herrschaft, insbesondere die des Adels über die Bäuerinnen, wurden beseitigt. Die Aristokratie wurde entmilitarisiert und ein politisches Gewaltmonopol bildete sich heraus. Die Staatsgewalt wurde öffentlich und subjektlos. Die Aristokratie blieb zwar zunächst die herrschende Klasse, jedoch übte sie, wie Alan Wood gezeigt hat, ihre Herrschaft im Gegensatz zu ihren kontinentaleuropäischen Pendant vor allem in einem ökonomischen Sinne, das heißt vermittelt über ihren Landbesitz aus. Der relative Verlust an außerökonomischer politischer Macht bedeutete, dass sich die herrschende Klasse, die Mehrheit der Produzentinnen, nicht mehr in erster Linie durch unmittelbaren Zwang, sondern primär ökonomisch, das heißt vermittelt über den Markt, aneignen konnte. Dabei kamen ihnen die Eigentumsverhältnisse zugute. Noch wichtiger ist in unserem Kontext ein anderer räumlicher Aspekt kapitalistischer Dynamik, auf den Mike Sainswood hingewiesen hat. Die für den Kapitalismus konstitutive Trennung zwischen den ökonomischen Imperativen und politischen Zwang schuf die Voraussetzung für eine ökonomische Expansion, die zwar der außerökonomischen Unterstützung bedarf, die aber im Unterschied zu vorkapitalistischen Ökonomien nicht an die dauerhafte politische Kontrolle des Territoriums gebunden ist, das es ökonomisch zu erschließen gilt. Die vorkapitalistische Einheit von ökonomischer und politischer Macht wie jene der feudalen Grundherrschaft bedeutete unter anderem, dass die ökonomischen Befugnisse der feudalen Grundherren sich niemals über die Reichweite seiner persönlichen Verbindungen oder Bündnisse und seiner außerökonomischen Macht, seiner militärischen Macht, seiner politischen Herrschaft oder juristischen Autorität hinaus erstreckten. Das Kapital hingegen ist aufgrund spezifischer ökonomischer Marktimperative
auf einzigartige Weise in der Lage, den Begrenzungen des direkten Zwangs zu entkommen und sich weit über die Grenzen des politischen Autorität hinaus zu bewegen. Hier liegt eine zentrale Voraussetzung dafür, dass sich die imperiale Lebensweise entwickeln und entfalten konnte. Liberalismus, Neokolonialismus und Imperialismus im 19. Jahrhundert. Das Neue an dieser Phase war nicht, dass die Subalternen, also die Unterdrückten, im globalen Norden, also die sich zunehmend als gesellschaftliche Kraft konstituierende Arbeiterinnenklasse, sich die Konsumnormen der oberen Klasse zu eigen macht. Eine Ausnahme bildete lediglich der bereits erwähnte Zuckerkonsum. Zuckerrohr, neben Tee der einzige exotische Import, der über den engen Kreis des Luxuskonsums die Ernährung der breiten Bevölkerung veränderte. Die Zuckerproduktion auf der Welt verdoppelte sich zwischen 1880 und 1900 und nochmals von da an bis 1914. Zucker wurde geradezu einer Speise der Armen zu einem schnellen Energiespender für die ausgepowerte Arbeitskraft der Industrialisierung. Die gesellschaftlich stabilisierende Funktion imperialer Produktion und Konsumnormen deutete sich im Bereich der Ernährung bereits an. Das Neue an der Phase des liberalen Kapitalismus war, dass das Bürgertum zur ökonomisch herrschenden Klasse aufstieg und dass sich mit Industriekapitalismus und Imperialismus die Konkurrenz um Arbeitskraft und Natur im globalen Maßstab verstärkte. Auf der ideologischen Ebene setzte sich die bürgerliche Familie als Leitbild durch und Fortschritt wurde zu einem zentralen Begründungsmuster auch der Kolonialpolitik. Damit zusammenhängend erstarkte der Rassismus, der noch weitgehend biologisch begründet wurde. Er wurde insofern Teil der imperialen Lebensweise, als ein rückständiges Anderes konstruierte, das auf ein Wir integrierend wirkte und die Ausbeutung der Welt rechtfertigte. Der Übergang von Früh- zu Industriekapitalismus im globalen Norden, der auch den Agrarbereich tiefgreifend veränderte, entwickelte sich räumlich sehr ungleichzeitig. Wie bereits beschrieben, war England das Zentrum, wo sich ab Mitte des 17. Jahrhunderts neben tiefgreifender sozialen Umbrüche durch die Nutzung der Kohle und später Dampfmaschine eine neue energetische und technische Grundlage für die Gesellschaft herausbildete. Um das Jahr 1800 wurde in Großbritannien etwa 90% der weltweit verbrannten Kohle gefördert, die teilweise auch exportiert wurde. Vor dem Hintergrund der oben genannten, also historischen Bedingungen, stellte Karl Polanyi insbesondere für das 19. Jahrhundert eine gewaltförmige Entbettung kapitalistisch organisierter Marktprozesse aus vormals gesellschaftlich organisierten Beziehungen fest. Die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass das Entstehen nationaler Märkte keineswegs die Folge der langsamen und spontanen Emanzipation des ökonomischen Bereichs von staatlichen Kontrollen war. Der Markt war im Gegenteil das Resultat einer bewussten und oft gewaltsamen Intervention von seitens der Regierung. Ein Aspekt der starken kapitalistischen Expansion war das Wachstum der Bevölkerung in Europa von knapp 190 Millionen Einwohnern im Jahr 1800 auf 400 Millionen im Jahr 1900. Zudem nahm die Lebenserwartung zu. In Lateinamerika bildete sich eine Compradoren-Bourgeoisie heraus, die vollständig vom ausländischen Kapital abhängig war. Gleichwohl blieben die Großgrundbesitzer ökonomisch und politisch dominant. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Länder selbst Abnehmer nicht nur von Konsumgütern, sondern auch von Kapitalgütern wie Maschinen. Kapitalimporte führten zu einer Ausweitung des Schienennetzes und einer Modernisierung des Bergbaus, der sich in der Hand ausländischer Unternehmen befand. Es konsolidierte sich eine im Vergleich zu den vorherigen Jahrzehnten stabile neokoloniale Ordnung, die bis zur Weltwirtschaftskrise ab 1929 andauerte und in Lateinamerika insbesondere für die Eliten und die Mittelschichten einigen Wohlstand schaffte. Ein wichtiger Schritt, der uns die imperiale Lebensweise auch näher verdeutlichen möchte, ist der Fordismus. Die fordistische Epoche des Kapitalismus, die in den USA seit den 1930ern in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg Gestalt annahm und nach den US-amerikanischen Automobilproduzenten Henry Ford benannt ist, markierte einen Einschnitt. Zwar war die Arbeitszeit noch immer ein zentraler Konfliktgegenstand im Verhältnis von Arbeit und Kapital, in den Vordergrund rückte jedoch der Kampf um die Teilhabe an kapitalistischen produzierten Warenreichtum. Im Unterschied zum 19. und frühen 20. Jahrhundert, so schreibt es Juliette Shaw, wurde die steigende Produktivität in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zur Arbeitszeitverkürzung genutzt. Stattdessen wurde der Produktivitätszuwachs in höhere Einkommen überführt und zur Expansion des Output genutzt. Es stiegen die Löhne und Profite.
Produktivität und Reallohnentwicklung wurden sogar explizit aneinander gekoppelt. Das hat die Konsumnachfrage gesteigert, weil nun Geld in die Taschen der Leute floss. Auf einen Zuwachs an frei verfügbarer Zeit wurde also zugunsten von mehr Konsum verzichtet. Das ist der Kern des fordistischen Klassenkompromisses, der zur Basis der vergleichsweise stabilen Nachkriegsentwicklung in den kapitalistischen Zentren wurde. Im Rahmen dieses Kompromisses wurde die Reproduktion der Arbeitskraft an den Kreislauf des Kapitals gekoppelt. Der Konsum der Arbeiterinnenklasse, dies ist eine der zentralen Veränderungen, die der Fordismus mit sich brachte, zentrierte sich nun um den Besitz von Waren, also Gütern des täglichen Bedarfs, die die Lohnabhängigen nicht in Eigenarbeit herstellen, sondern käuflich erwarben. Mit den enormen Dynamiken im Bereich der Produktion war die rationalisierte, disziplinierte und konsumorientierte Lebensweise der Lohnabhängigen verbunden. Die Mobilität wurde für immer mehr Menschen durch das Automobil gewährleistet, die Ernährung zunehmend durch den Konsum von agrarindustriell produziertem Fleisch, das zudem ein zentraler Wohlstandsindikator wurde, oder anderer industriell gefertigter Lebensmittel, das Wohnen durch das Einfamilienhaus mit Zier statt Nutzgarten, durch die Zentralheizung, den Kühlschrank und den Fernseher. Semisubsistente Wirtschaftsformen, also Klein- und Nebenerwerbslandwirtschaft, Gemüseanbau und so weiter, wurden zurückgedrängt. Das frei verfügbare Einkommen nahm institutionalisiert, wurde der fordistische Klassenkompromiss etwa in Gestalt des Kooperatismus, der die Formen der Austragung des Klassenkonfliktes mit den Erfordernissen einer einigermaßen störungsfreien Kapitalakkumulation in Einklang brachte. Dementsprechend dominierte in Westeuropa das sozialdemokratische Paradigma. Zentrale Konflikte wurden um die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums ausgetragen, nicht über die Art und Weise der Produktion und um das Eigentum an Produktionsmitteln. Verteilungsansprüche wurden zunehmend an den Staat gestellt, wodurch dieser an Bedeutung gewann. Zudem griff er regulierend in Bereiche wie etwa Arbeitsschutz, Lebensmittelhygiene oder Gesundheit ein, die mit der zunehmenden Industrialisierung immer wichtiger wurden. Die den Lehren von Frederick Taylor folgenden Rationalisierung der Produktion in Gestalt einer rigiden Trennung von konzeptueller und ausführender Arbeit sowie einer Segmentierung des Arbeitsprozesses in kleinste und sich ständig wiederholende Schritte und die damit einhergehende Produktivitätssteigerung in den kapitalistischen Zentren war eine Grundlage der fordistischen Entwicklungsweise. Der Staat ermöglichte diese Veränderungen durch den Aufbau entsprechender Infrastrukturen für den Transport von Energieträgern und anderen Rohstoffen, produzierten Gütern und Menschen. Auch der Fordismus beruht auf den intensiven Zugriff auf ein Außen, insbesondere auf unbezahlte Reproduktionsarbeit und auf Arbeitskraft und Rohstoffe im globalen Süden. Sie waren Gegenstand dynamischer Landnahmen und Externalisierung. Das Automobil fungierte neben Eigenheim und Elektrogeräte als das emblematische Vehikel der fordistisch-kapitalistischen Lebensweise und der ihr entsprechenden Subjektivierungsformen. Die Nutzung von einheimischen Ressourcen hat sich in den westlichen Industrieländern, also Westeuropa, Nordamerika, Neuseeland, Australien und Japan, von 1950 bis 1970 im Durchschnitt verdoppelt. Zudem wurde fast die Hälfte der global genutzten Materialien in diesen Ländern verbraucht. Allein zwischen 1960 und 70 haben sich die Nettoimporte von fossilen Energieträgern in die westlichen Industrieländern verdreifacht, wobei Australien und Kanada als starke Exporteure dieser Zahl eher noch relativieren. Die fordistische Lebensweise wurde ab der Mitte des 20. Jahrhunderts politisch abgesichert durch die Weltordnung der Pax Americana. Sie gründete für die Regionen der Welt, die davon direkt beeinflusst waren, auf der Wirtschaftsmacht der USA. Ihr stand für ein erheblicher Teil eine Pax Sovietica gegenüber, die ebenso ein eindeutig ökonomisches und politisches Zentrum hatte. Der Staat weitete seine Tätigkeiten aus. Er errichtete Schutzzölle, transferierte Einkommen aus den Exporten in binnenmarktorientierte Sektoren, integrierte die Interessen der urbanen Mittel- und Oberschichten und die der Arbeiterinnenklasse und agierte mitunter gegen die Interessen der Agraroligarchie. Dies ging einher mit einer gewissen Form des Konsumnationalismus, der aufgrund teurer Importe und einer Besinnung auf eigene Traditionen, wie etwa die Tortillas in Mexiko, durchaus bedeutsam war und bis in den 1970ern Bestand hat. In einigen Ländern kam es sogar zur Verstaatlichung von Bodenschätzen und Rohstoffsektoren.
In Lateinamerika wie auch in anderen Teilen des globalen Südens ähnelten die Konsumgewohnheiten der Mittelschichten jenen des globalen Nordens. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wurde zunehmend auch die Lebensweise der Arbeiterinnen immer stärker von der kapitalistischen Ökonomie abhängig. Dieser Kompromiss, den wir erwähnt haben, der darf nicht mit Zwang und Gewalt verglichen werden, obwohl er auch inhärent innewohnt. Dieser Kompromiss wird von vielen Menschen geduldet und aufgrund der durch ihn gestützten materiellen Konsummöglichkeiten sogar mehrheitlich auch gut geheißen. Das bedeutet, wir sind gleichzeitig Ausgebeutete und gleichzeitig Profiteure dieses Systems. Ein charakteristisches Bild ist, dass die globale Mittelschicht urban ist, Zugang zu Massenmedien hat und auch mobil ist. Unübersehbar ist diese neue globale Mittelschicht in den Städten der Welt, die internationale Produkte konsumiert und einen internationalen Lebensstil pflegt. Einer der wichtigsten Impulse zur radikalen Kritik und Veränderungen der imperialen Lebensweise ging ebenfalls von Lateinamerika aus. Er wirkte bis heute nach. Am 1. Januar 1994 besetzte sie die zapatistische Armee der Nationalen Befreiung, auch ECLN genannt, die Stadt San Cristobal de la Casas im südostmexikanischen Bundesstaat Chiapas. Sie erklärte der mexikanischen Regierung den Krieg und entfachte Diskurse und Aktionen, die kurz vorher kaum denkbar gewesen wären. Carlos Fuentes nannte den Aufstand der Zapatista die erste Rebellion des 21. Jahrhunderts, weil nach dem Epochenbruch 1989 radikale Kritik und grundlegende Alternativen zum Kapitalismus desavouiert waren und weil die Rebellion von einem marginalisierten Rand der Gesellschaft, nämlich von Indigenen, begonnen wurde und von dort auf die Gesellschaft übergreifen soll. Das erste Kommuniqué der Zapatistas brachte ihr Selbstverständnis als Akteure und nicht passive Opfer der Geschichte auf den Punkt. Anstatt mit der 500-jährigen Unterdrückung anzugehen, beginnt es mit dem Satz: Wir sind das Ergebnis von 500 Jahren Kampf. Der bewaffnete Kampf der Zapatista dauerte nur wenige Tage und wurde danach mit anderen Mitteln weitergeführt, die das Verständnis von politischer Transformation für eine ganze Generation revolutionierten. Es ging und geht ihnen bis heute nicht um die Übernahme der Staatsmacht, sondern um die grundlegende Transformation der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Verhältnisse von unten. Der Aufstand ging von einer Region aus, die vom Kaffeeanbau für den Weltmarkt sowie von rassistisch gerechtfertigter Ausbeutung der Arbeitskraft geprägt war, vom Staat im Hinblick auf soziale Infrastruktur, Bildung und Gesundheit zum Beispiel, weitgehend vernachlässigt wurde und in einen offenen Klientelismus, Verweigerung grundlegender Rechte, insbesondere für Frauen, sowie Wahlbetrug an der Tagesordnung waren. Die Zapatista sprachen jedoch von Anfang an als Mexikanerinnen für ganz Mexiko. Sie forderten die Anerkennung indigener Rechte und Kultur durch die mexikanische Verfassung und die Umsetzung dieser Rechte. Und neben den Begriffen Gerechtigkeit und Freiheit stellten sie jene der Demokratie ins Zentrum ihres politischen Denkens und Handelns. Der Aufstand sollte für Mexiko und darüber hinaus als eine Art Katalysator wirken. Er richtete sich gegen die vielfältige Herrschafts- und Konfliktlinien entlang von internationalen und in Mexiko bestehenden Klassen-, Geschlechter- und rassistischen Strukturen. Er brachte ein neues revolutionäres Subjekt in Chiapas hervor, das nicht nur auf eine andere Entwicklung setzte, sei sie inklusiv, nachhaltig oder mit anderen vermeintlich progressiven Adjektiven versehen. Entsprechend gibt es in den bis heute von den Zapatista kontrollierten Drittel des Staates Chiapas und entgegen den Dynamiken in anderen Regionen Mexiko keine Akzeptanz ressourcenextraktivistischer Wirtschaftsaktivität. Der Aufstand in Chiapas stellte mit der ganzen Erfahrung von 500 Jahren Ausbeutung und Unterdrückung gegen Entwicklung als Ausdruck eines eurozentrischen, an westlichen Wissen, Technologien und kapitalorientierten Fortschritts- und Modernisierungsversprechen. Veränderungen wurden nicht im klassischen Sinne als ein Prozess verstanden, dessen Akteure primär Parteien, radikale Bewegungen und der Staat sind. Vielmehr war das Verständnis von Veränderung kulturrevolutionär. Es setzte am Alltag an und beinhaltete eine Dekolonialisierung des westlichen, kapitalistischen, patriarchalen und imperialen Denkens. Unterschiede und Minderheiten wurden anerkannt. In ihrer oftmals poetischen Sprache betonten die Zapatista die Notwendigkeit, das Tempo der dem Langsamsten anzugleichen und Politik als gemeinsamen Prozess zu gestalten, in dem Verantwortung und Repräsentation in einer Art imperativen Mandats stattfinden,
als gehorchendes Regieren. Von Anfang an stießen die Initiativen der Zapatista mexikoweit, aber auch international auf große medialen Widerhall und große Unterstützung. Am 12. März 2001 empfingen über 1 Million Menschen die Kommandantur der ECLN in Mexiko-Stadt am Ende ihres Marsches für indigene Würde. Doch erwiesen sich reale Veränderungen im politischen Establishment Mexikos als nicht durchsetzbar. Das neue indigene Gesetz, das im Jahr dieser Massenmobilisierung vom Parlament verabschiedet wurde, enthielt lediglich symbolische Zugeständnisse. Der Aufbau einer eigenständigen Wirtschaftsstruktur impliziert etwa die Ablehnung individueller Eigentumstitel für Land und eine teilweise gemeinschaftliche Bestellung der Felder und stellt das Gemeinwohl vor Akkumulationsinteressen. Regiert wird nach einem basisdemokratisch organisierten Rotationsprinzip, in dem die Verantwortungsträger von ihrer Basis jederzeit zurückgerufen werden können. Der Erhalt und die Schaffung einer alternativen Lebensweise in Südosten Mexikos ist wie jede experimentelles Prozess voller Probleme und Rückschläge, aber eben durchaus ein vor allem in Lateinamerika ausstrahlendes Beispiel. Als Fazit könnte man meinen, sind die imperiale Lebensweise dadurch normalisiert, dass sie gewaltförmige Ordnungen ausblenden und dass sie die positive Seite der imperialen Lebensweise, nämlich die Erweiterung der Handlungsoption, in den Vordergrund stellt. Es wurde zu einem Habitus, nämlich zu einer inkooperierten Verhaltensweise, dass wir den Konsum, die Kapitalakkumulation, den Fortschrittsgedanken und eben den Massenkonsum als gewöhnlich und normal annehmen. Diese Einschreibung und Inkooperation finden sich wieder in alltäglichen Praxen, beim Kauf von T-Shirts zum Beispiel und so weiter. Und in gesellschaftlichen Strukturen und Infrastrukturen, denn unsere gesamte Wirtschaft ist ja auch aufgebaut auf dieser Hegemonie. Und Hegemonie bedeutet ja, dass es nicht nur auf Zwang und Gewalt beruht, sondern eben auch auf Konsens. Und da eben viele profitieren von dieser Industrie, viele profitieren von der Akkumulationslogik und eben auch von der Externalisierung, also sprich von der Ausbeutung der dritten Welt, von dem Ressourcenextraktivismus am Weltmarkt und so weiter. Und genau dadurch wurde eine breite Masse eingebunden in diesen hegemonialen Muster der imperialen Lebensweise. Und viele Paradoxien treten ans Tageslicht, nämlich eine Gleichzeitigkeit von Hierarchisierung einerseits und Egalisierung andererseits. Einerseits kann man feststellen, dass jeder im globalen Norden mehr oder weniger beteiligt ist an den Produktionsgütern. Wir können massenhaft konsumieren. Das bedeutet, im Massenkonsum sind wir egalitär aufgestellt. Auf der anderen Seite sehen wir auch eine Hierarchisierung, die nicht nur rassistisch oder patriarchal gekennzeichnet ist. Eben die Reproduktionsarbeit der Frauen, die unbezahlte Arbeit einerseits, oder auch die rassistisch motivierte Ausbeutung der dritten Welt, insbesondere Rohstoffenteignungen, Neo-Extraktivismus in Afrika und Lateinamerika oder auch die billige Arbeitskraft in Südostasien. Also wie gesagt, wir sehen eine Gleichzeitigkeit von Zwang einerseits und von erweiterten Handlungsoptionen und Handlungsmöglichkeiten andererseits. Durch die Automobilität zum Beispiel, durch den steigenden Fleischkonsum haben wir einen gewissen Zugang an Luxusprodukte, die damals Luxusprodukte waren. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite blenden wir teilweise im globalen Norden den Zwang, der dahinter steht, die Ressourcen, die dadurch verschwendet werden, die Arbeitskraft, die billige, die externalisiert wurde, diese blenden wir aus. Das bedeutet, wir haben es mit einer paradoxen Situation zu tun, wo wir von einer Gleichzeitigkeit von Krisenbewusstsein und von einer Krisenverschärfung reden können. Einerseits seit den 68ern mit dem Aufstand gegen die Atomkraft gab es viele grüne Bewegungen, gab es viele Umweltorganisationen, die eingetreten sind für ein schärferes Krisenbewusstsein. Der Klimawandel wurde auch politisiert. Und gleichzeitig, obwohl der Club of Rome 1972 zum Entschluss gekommen ist, dass eben Peak Oil kurz bevorsteht, dass wir über unseren Verhältnissen leben, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen, als die Natur eigentlich wieder generieren kann,
und so weiter. Und obwohl dieses Krisenbewusstsein teilweise vorhanden ist, was aber jedoch auch eingebettet ist in Macht- und Herrschaftsverhältnissen, also es ist kein herrschaftsfreier Diskurs. Begriffe werden ja eben an Interessen gebunden und dementsprechend formuliert. Und gleichzeitig aber sehen wir eine Krisenverschärfung. Das bedeutet, die Idee, wie wir gegen die Krise, vor allem die ökologische Krise, arbeiten, ist eigentlich kontraproduktiv. Denn wir sehen Rechtspopulismus, wir sehen eine Abschottungspolitik, Protektionismus, wir sehen, dass die Wachstumsideologie, diese Akkumulationslogik, als alternativlos dargestellt. Genau vor diesem Paradox stehen wir im Moment. Das keynesianische sozialdemokratische Modell war deswegen so erfolgreich, weil es eine Einbindung breiter Massen in diese Produktions- und Akkumulationslogik hineinbrachte. Jedoch merkt man, dass es nicht an der Wurzel des Problems sich fokussiert hat, nämlich an der Produktionsweise an sich. Der Staat fungierte nicht als Gegenpol dieser Bewegungen, sondern ganz im Gegenteil stabilisierte diese Produktions- und Konsumverhältnisse. Und damit möchte ich das kurze Resümee dieses Buches abschließen und kann nur darauf hinweisen, dass das Buch sehr lesenswert ist, sehr einfach geschrieben ist, obwohl es auch wissenschaftliche Konzepte und Theorien enthält. Und auf jeden Fall kann ich es jedem empfehlen, der sich mit Ausbeutungsverhältnissen, mit Ungleichheit, mit der ökologischen Krise beschäftigen möchte und der unsere privilegierte Position besser verstehen möchte und die Widersprüchlichkeit des Kapitalismus besser verstehen möchte. Jeden, der sich mit diesen Themen befassen möchte, also kann ich das Buch nur ganz dringend empfehlen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ich hoffe, ihr werdet das Buch euch besorgen und reinschauen. Ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich und ich wünsche euch dabei ein neugieriges Lesen.